faire Bezahlung auf jeden Fall und man passt sich jetzt seinen Lebensstandard einfach mit dem Gehalt an. Also wenn tote Fische im Wasser treiben würden, dann hätten wir ein riesengroßes Problem. Hallo, mein Name ist Philipp Skripski, 30 Jahre alt, arbeite hier bei der Gemeinde Nüdlingen auf der Kläranlage als Fachkraft für Abwassertechnik. Ich bin hier auf der Kläranlage zuständig, dass hier alles läuft und dass sie auch funktioniert. Ich muss jeden Tag früh erstmal schauen, ob es Probleme gibt oder gab. Hier kommt das komplette Abwasser der Gemeinde an. Ab hier übernehmen wir. Wir haben wirklich die Verantwortung dafür, dass das Wasser, was zu uns aus dem Kanalnetz rauskommt, sauber auch wirklich uns verlässt, dass wir fast Trinkwasserqualität hinten rausbekommen. Da vorne kommt das Abwasser rein, wird mechanisch gereinigt durch ein Rechen. Das heißt, wenn man hier wirklich rumgeht und irgendwas klingt anders, dann weiß man, okay, irgendwas stimmt hier nicht, dann schaut man nach. Im schlimmsten Fall passieren kann jetzt hier im mechanischen Teil, dass der komplette Rechen ausfällt. Bei der Pumpe darf nicht passieren, dass er ausfällt. Also wenn sich das Geräusch ändert, dann stimmt was nicht. Wir wissen auch nicht genau was. Wenn es anfängt zu quietschen, denke ich meistens immer an den Keilriemen. Wenn es nur der Keilriemen ist, können wir es selber machen. Wäre es ein größeres Problem, dann müssten wir zu einer Fachfirma fahren. Aber mit der sieht es gut aus. Das heißt, ich brauche meine neuen nicht drauf zu machen. Die laufen soweit gut. Also das Allerwichtigste bei uns hier ist, dass das Wasser, was zu uns kommt, sauber uns wieder verlässt. Also ich hole jetzt eine Wasserprobe vom Zulauf der Biologie, um zu schauen, wie unreich noch das Wasser ist. Den stellen wir wieder ins Labor und warten 2 Stunden, bis es komplett abgesetzt hat. Dann sieht man, wie viele Grobstoffe hier noch drin sind. Moin Moin Jan! Bist du schon fleißig? Wir haben unsere ruhigen Phasen, haben wir schon. Aber wenn die Kläranlage nicht will, dann wird es auch schon stressig. Wenn wirklich eine Störmeldung kommt, lassen wir im Endeffekt daheim alles stehen und liegen. Kriegen wir sofort ein SMS und dann müssen wir sofort rausrücken. Tag und Nacht und 7 Tage die Woche. Das Schlimmste, was uns jetzt wirklich hier passieren kann, wenn wirklich am Ablauf, wenn wirklich tote Fische nach oben schwimmen, mit Bauch nach oben, weil nämlich dann kommt bei uns wirklich die Staatsanwaltschaft, die Polizei oder das Wasserwirtschaftsamt kommen dann gleich und dann heißt es, was habt ihr verkehrt gemacht? Wir fahren jetzt ins Dorf, deswegen haben wir uns mal kurz schick gemacht gehabt in Orange. Jetzt schauen wir nach den Ratten, ob wir Ratten finden. Dafür haben wir vor ein paar Tagen eine sogenannte Rattenkugel ausgelegt. So, willst du auch aufmachen? Ja, ist in Ordnung, dann ziehe ich noch andere an. Es existieren eigentlich in jeder Kanalisation Ratten, aber wir müssen sie auf ein Minimum halten, dadurch, weil wenn es zu viele werden, könnten Seuchen und so weiter ausbrechen in der Ortschaft und das wollen wir verhindern. Ansonsten steht wirklich Leben in Gefahr für die Einwohner. Köder, die wir hier auslegen, sind giftig. Das ist die Rattenkugel mit dem Rattengift drinnen. Das wäre ein neuer, das ist der Angefressene. Also zu den Angefressen merkt man, dass hier Ratten da waren. Wenn man es jetzt nach der Statistik gehen, würden pro Einwohner 1 bis 1,5 Ratten. Das heißt, wir würden uns zwischen 4.000 und 6.000 Ratten bewegen, was jetzt hier alleine in der Gemeinde sich bewegen könnte. Also unsere Ratten leben meistens von den Essensresten, die die Leute im Kanal reinwerfen. Und sehr viele Nudeln, Klöße, Kartoffeln, Ratten leben wie im Schlaraffenland.
Mein größtes Problem war, dass ich erstmal, wo ich hier angefangen hatte, in dem Job, 2 Tage gearbeitet und dann war ich erstmal flachgelegen. Weil wir haben hier wirklich eine größere Bakterienlast oder Virenlast und dass das Immunsystem sich daran gewöhnt. Und mein Immunsystem ist damals ausgestiegen und hat gesagt, du, nee, wir machen eine Woche Pause. Ich lese jetzt die Proben ab und notiere sie mir jetzt ins Betriebstagebuch, damit es auch für später dokumentiert ist. Ich habe mich einfach ins kalte Wasser schmeißen lassen. Besonders schwer in der Ausbildung war für mich jetzt Chemie, vor allem der Chemieteil, weil ich habe nur einen Hauptschulabschluss gemacht gehabt und da wurde nicht so viel in Chemie gemacht. Das Image ist wirklich nicht toll, was mir eigentlich auch sehr weh tut, weil vor allem, weil sie sagen, der Beruf stinkt. So sehr in Kontakt mit Abwasser kommt man gar nicht. An die Gerüche kann man sich gewöhnen. Also von daher, es ist halt einfach nur Ansichtssache. Brutto verdiene ich 2.800 Euro. Netto kommen ca. 2.000 Euro raus. Zufrieden mit meinem Gehalt? Ja, faire Bezahlung auf jeden Fall. Und man passt jetzt seinen Lebensstandard einfach mit dem Gehalt an, dass es auch wirklich für sich einreicht. So, fertig für heute. Im Monat zahle ich ca. 250 Euro fürs Auto. Das eigene Auto ist mir sehr wichtig, weil wir hier auf dem Land wohnen und da musst du mit einem eigenen Auto unterwegs sein einfach. Willkommen zu Hause. Hier unten wohnen meine Eltern. Ich habe oben die Wohnung. Wohn- und Büro, leider ohne Küche bis jetzt. Mit meinen Eltern habe ich mich geeinigt auf 200 Euro im Monat. Also jetzt keine Miete, sondern wirklich nur die Unkostenbeiträge. Ich habe einen Bausparvertrag mit monatlich 200 Euro, wo ich zurücklege. Und damit will ich in Zukunft meine Küche vorne selber finanzieren, dass ich hier auch komplett unabhängig wohne. Dann kommt mal mit, wir gehen mal raus in einen Garten. Ein kleines Hobby. Die Drohne an sich, also beziehungsweise so um die 3.500 Euro. Ja, ich habe eine Drohnenversicherung. Ich zahle ca. 38 Euro monatlich. Aus dem Grund, weil ich mit der teilweise auch bei der Wasserwacht fliege. Und für der brauche ich einen extra Zusatz. Wir wünschen uns einen guten Appetit. Eins oder zwei, Vater? Zwei. So. Soße wird es mit Sicherheit auch noch. Die Soße ist mit knapp geworden. Das Ei getrocknet heute. Also das wäre jetzt meinerseits. Wenn ihr andere Berufe sehen wollt, wie zum Beispiel der Kollege, der Kanalfacharbeiter, dann schaut hier, er arbeitet unter Tage. Oder andere Berufe findet ihr hier. Oder ihr abonniert hier, damit ihr keine anderen Filme mehr verpasst.